Leute, grüße euch wieder bei Meinex. Geil, dass ihr alle dabei seid oder im Kanal von Meinex bei YouTube. Ja, ihr seht schon, wir sind unterwegs. Es riecht nach Burgenluft, ja. Kingdom Comes, ihr wisst es ja, Leute, ich zock's jeden Mittwoch um Viertelnacht, also mal einschalten. Ja, und wir schauen uns das hier jetzt einfach mal genau an. Also kommt einfach mal mit, Leute. Ziehen wir uns den Laden mal richtig geil rein. Ja, ich liebe natürlich Burgen, weil Burgen sind einfach eine coole Sache. Deswegen müssen wir da mal vorbei und machen da mal einen Vlog raus. Also von daher wird das eine runde Nummer und checken den Laden einfach mal aus. Und Fakten habe ich natürlich auch wieder im Gepäck. Also von daher alles im grünen Bereich. Ja! Ja, ihr seht ja, das Wetter ist der Hammer, das habe ich eben schon gesagt. Und die Burg auf der linken Seite ist natürlich die Sparrenburg aus Bielefeld. Und deswegen gehen wir heute mal eine ganz lockere Runde spazieren, checken mal die geilen Ecken bei der Burg aus, weil da gibt es immer was Geiles. Und deswegen schauen wir uns den Laden einfach mal an und genießen. Bis gleich. Ich ziehe mir natürlich gleich schon die Fakten der Burg rein, Leute. Grafen von Ravensberg hat sie erbaut. Ja, zwischendurch auch mal Castle, ein Fortress, ein Verlies, das volle Programm. Hier haben wir alle Fakten schon mal kurz zusammengefasst, aber das hilft uns erstmal so nicht weiter, weil wir wollen auch was sehen und das sehen wir da drinnen, deswegen gehen wir rein. Ja, ab über die Brücke, direkt zur Burg, Leute, aber schaut euch hier mal um, das geht hier auch schon richtig geil runter. Ich könnte jetzt einfach meine Brille wegschmeißen, aber ich glaube, die kriegen wir dann nicht mehr wieder und die brauchen wir noch bei dem schönen Wetter. Also gehen wir jetzt mal rein in den Laden und schauen uns das jetzt wirklich mal an hier. Verdammte Axt. Ja. Ja, wir müssen natürlich auch mal kurz ein bisschen was genießen. Also gehen wir einfach mal die Aussicht genießen und entspannen eine Runde. So, jetzt heißt es einfach mal, verschaffen wir uns einen Überblick, geile Hausnummer und entspannen noch mal 2 Minuten. Ja, wie ihr seht, habe ich hier ein paar Steine entdeckt und auf den Steinen stehen auch Namen drauf. Und ich habe zwar erst gedacht, Leute, das sind die Leute, die hier mal gestorben sind. Nein, so ist es aber nicht. Man kann die Burg quasi sponsoren, indem ich sage, ich hau ein paar Euros raus, kann ich mir hier einen Stein machen lassen mit meinem Namen. Wäre natürlich eine geile Hausnummer, aber das gibt es im Moment leider nicht mehr. Weiter geht's. So, ich habe jetzt unsere Burg mal ein klein entdeckt. Schaut euch das hier mal an, Leute. Ich gehe mal mit dem Schwenk richtig dicht dran. Ja, wie wir hier sehen, Leute, da haben wir die Brücke zur Burg. Hier die Burg an sich. Und das sind natürlich die Türme an den Seiten, von denen immer gefightet worden ist. Ja, das erinnert mich natürlich wieder genau an Kingdom Comes. Da war es so ähnlich aufgebaut. Und das ist einfach anscheinend das Nonplusultra fürs Mittelalter gewesen. Geile Sache, geiles Ding. Weiter geht's. Ja, hinter uns haben wir das Kickstart-Rondell. Von da aus wurde die Stadt militärisch natürlich richtig geil überwacht. Das heißt, die haben ihre Kanonen aufgestellt, hatten einen wahnsinnig guten Überblick über die Stadt und der Feind hatte kaum eine Chance, hier dran zu kommen. Schauen wir uns mal an, was davon noch über ist. Ja, viel steht davon leider nicht mehr, aber ich kann mir echt gut vorstellen, wenn hier eine dicke Kanone gestanden hat, dann hatte man einen richtig geilen Überblick. Ja, und der Feind hat so gesehen keine Chance. Perfekt. Ich habe natürlich auch mal wieder ein paar Fakten mitgebracht, Leute, deswegen hauen wir sie jetzt einfach mal raus. Dann wissen wir auch mehr als nur eine schöne Aussicht. Ja, das Aussehen geht aufs 16. bis 19. Jahrhundert zurück, weil die wurde natürlich immer wieder neu renoviert, weiterentwickelt und ausgebaut. Dann haben wir zum Beispiel den Herrn Grafen von Ravensberg, der die um 1250 dann gebaut hat. Sie diente damals als Sicherung für die Bielefelder über den Teutoburger Wald und natürlich auch als Herrschaftssitz für den Grafen von Ravensberg. Ist natürlich eine geile Hausnummer, wenn man sowas sein eigen nennen kann. Ja, die Sparrenburg liegt auf dem 180 Meter hohen Sparrenberg im Teutoburger Wald und überragt natürlich mit 60 Metern
perfekt die Lage der Stadt. Deswegen konnte ich natürlich auch so gut von hier oben verteidigt werden. Und man sah schon von einer weiter Entferne, wann der Gegner angreift. Geile Nummer, müssen wir uns merken. Mit Ende des 17. Jahrhunderts genügte die Sparrenburg den militärischen Erfordernissen nicht mehr und sie wurde daher als Gefängnis genutzt und dem Verfall leider preisgegeben. Aber wie man sieht, wurde sie immer wieder zwischendurch restauriert. Also von daher freigegeben kann man so nicht sagen, sondern man ist dran geblieben. Ja, nach Erfindung des Schießpulvers und Geschützen und anderen Feuerwaffen, ja, war dies halt ein guter Standort, um die Stadt zu verteidigen. Deswegen hatten wir uns ja eben auch schon den einen Punkt angeguckt, wo wahrscheinlich die Kanonen standen, um die ganze Stadt super zu verteidigen. So, dann kommen wir hier jetzt einfach mal erstmal zum Abschluss. Ich schaue mich hier natürlich gleich weiter noch ein bisschen um. Aber nichtsdestotrotz, Leute, warum sind wir hier gewesen? Wir wollen natürlich so eine Burg bei Kingdom Come auch haben. Deswegen haben wir uns hier mal genau angeschaut. Wer aber mal Lust hat, kann natürlich auch gerne vorbeikommen. Die Burg kann man sich kostenlos anschauen. Und damit bin ich erstmal raus. Wir sehen uns. Leute, wenn ihr Bock habt, zieht euch ein Abo. Dann verpasst ihr keine einzige Session mehr. Oder schreibt einen coolen Kommentar rein. Und sonst sehen wir uns am Mittwoch. Kingdom Comes live bei YouTube.